Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Guten Tag, liebe Brüder und Schwestern, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte heute über das so wichtige Thema Gebet sprechen. Ich habe da schon einmal drüber gesprochen und ich möchte das ruhig noch einmal tun, weil ich glaube, dass das das wesentliche Hauptthema für einen Jünger, für eine Jüngerin Jesu Christi ist, für einen Nachfolger des Herrn. Immer wenn der Herr Jesus Christus in seiner Gnade und Güte eine Erweckung geschenkt und gegeben hat, dann hat sich bei den Einzelnen was verändert, es hat sich in ganzen Gemeinden und Versammlungen etwas geändert. Das ganze Gebetsleben hat sich geändert, der Gebetsinhalt hat sich geändert und die Hinwendung zu Christus hat sich geändert. Benedikt Peters sagt das so: Beten verändert Beter. Ich wiederhole nochmal: Beter verändert Beter. Oder Beten verändert Beter, so hat er es gesagt. Ich finde ein sehr, sehr guter und wichtiger Merksatz. Ich tue dieses Video auch wieder in einer schriftlichen Zusammenfassung schreiben und dann wieder auf der Ruhrpott-Missionsseite ins Netz stellen, dass man auch wichtige Dinge dann dementsprechend nachlesen kann. Kommen wir als erstes zu dem so wichtigen Thema, die persönliche Gerechtigkeit des Beters. Da sagt die Bibel einiges zu, zum Beispiel 1. Johannes 3, Vers 7: Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Also die Gerechtigkeit ist Voraussetzung für erhörliches Beten. Das sehen wir in vielen Stellen im Alten und auch im Neuen Testament. Da heißt es im Psalm 17, die Verse 1 bis 3: Herr, höre Herr die Gerechtigkeit, höre auf mein Schreien, nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug. Von deiner Gegenwart geht mein Recht aus, dass deine Augen Aufrichtigkeit anschauen. Du hast mein Herz geprüft, hast mich bei Nacht durchforscht, du hast mich geläutert. Nichts fandest du. In Jesaja 59, die Verse 1 bis 2: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Paulus lehrt, dass der Beter heilige Hände haben muss. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. 1. Timotheus 2, Vers 8. Damit wir, das ist selbstverständlich im übertragenen Sinn gemeint, die Hände erheben, aber damit wir sie erheben können, müssen wir einen sauberen Wandel haben, Reden und Sinnen müssen heilig sein. Jesaja sagt entsprechend, dass Gott sein Volk nicht hört, weil es Blut an den Händen hat. Jesaja 1, Vers 15. In Johannes 9, Vers 31, da heißt es: Wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Und das ist mir in der letzten Woche und in den letzten Wochen überhaupt sehr, sehr bewusst geworden, dass man eine Freimütigkeit hat und ein eifriges Gebetsleben nur führen kann, wenn der ganze Wandel dahinter steht. Und
Es geht hier nicht um Perfektionismus. Es geht nicht darum, sündenfrei zu sein. Es geht nicht darum, eine weiße Weste zu haben. Aber es geht um Bußfertigkeit, getrieben durch den Heiligen Geist, ein bußfertiges, demütiges Leben der Nachfolge zu führen, mit einem zerbrochenen Herzen und mit einem leeren Gefäß. Wie ich eben schon sagte, Beter werden verändert durchs Gebet. Das Beten verändert Beter. Wenn du wenig betest, wenn du kein eifriges Gebetsleben führst, wirst du deine Dinge mit anderen Dingen ausfüllen. Wenn du viel betest, hast du nicht ständige Zeit mehr, dich mit anderen Menschen zu beschäftigen, weil du nur mit dem beschäftigt bist, was Christus dir im Gebet aufs Herz legt. Wenn du viel betest, wenn du dich vom Geist füllen lässt, wir haben ja alle den Heiligen Geist seit unserer Wiedergeburt geschenkt bekommen, wenn du ein geisteserfülltes Leben führst, dann hast du gar keine Zeit mehr, ständig und stetig den anderen zu richten, zu verurteilen, sondern ein Beter beurteilt nach der Heiligen Schrift. Einer, der wenig betet, verurteilt aus dem Bauch heraus. Einer, der viel betet und der wirklich ganz gefüllt ist mit dem Heiligen Geist, beurteilt nach der Heiligen Schrift. Was anderes lässt der Heilige Geist eigentlich gar nicht zu. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was irgendwie bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das von vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3, die Verse 21 bis 22. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleibt, so werdet ihr bitten und was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Der Gerechte hängt an Christus wie die Rebe am Weinstock. Diese will keinen anderen Zweck erfüllen, als eben nur die Früchte wachsen zu lassen, die der Weinstock hervorbringen will. Der Christ will nicht mehr sein eigenes Leben führen, er will nicht mehr sich selbst verwirklichen. Er will einzig allein den Zielen Christi, des wahren Weinstocks dienen, dessen Wille ist sein Wille, dessen Ziele sind seine Ziele. Wenn die Worte Christi in uns bleiben, dann regieren sie uns. Johannes 14, die Verse 12 bis 13. Aber es kommen auch noch einige Bibelstellen vorher noch dazu. 1. Timotheus 2, Vers 4 zum Beispiel. Wir können nicht beten, dass Gottes Wille an Sündern geschehe, indem Gott sie rettet. 1. Timotheus 2, Vers 4, wenn wir nicht selbst Gottes Wille ergeben sind. Siehe Kolosser 4, Vers 12. Wir können nicht beten, dass Gott sich in der Gemeinde offenbare, indem er sein Haus erfüllt, wenn wir selbst vom eigenen erfüllt sind. Es wäre Selbstbetrug und Gott erhört Betrüger nicht. Sprüche 28, Vers 9. Wir können nicht um Gottes Willen bitten, wenn wir nicht bereit sind, uns vom Herrn senden zu lassen und seine Werke zu tun. Wer an mir glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und um was irgend ihr bitten werdet. Kommen wir zum zweiten Thema, Kennzeichen der Bitten des Gerechten. Was sind die Kennzeichen? In Jakobus 3, 4, Vers 3, da heißt es, ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Lüsten vergeudet. Jakobus 4, Vers 3.
Meine Gemeinde und mein Herz, sie gleichen beide sehr dem Garten des Faulen. Und was noch schlimmer ist, ich stelle fest, dass mein Wunsch, diesen Missstand abzuhelfen, meist aus Stolz, Eitelkeit oder Faulheit geboren wird. Ich sehe das Unkraut, das meinen Garten überwuchert, und ich seufze, wenn es nur ausgerottet werden könnte. Aber warum? Was weckt diesen Wunsch? Vielleicht will ich nur durch den Garten spazieren und mir sagen können, schau, wie schmuck dein Garten ist, das ist Stolz. Oder vielleicht will ich, dass die Nachbarn über den Zaun sehen und sagen, wie prächtig blüht ihr Garten, das ist Eitelkeit. Oder ich wäre das Unkraut gerne los, weil ich es nicht mehr ausreißen mag, das ist Faulheit. Sogar unser Verlangen nach Heiligkeit kann mit unreinen Motiven befleckt sein. Man kann um Gottes Eingreifen gegen die Feinde des Evangeliums beten und dabei seine eigene Sache und seine eigene Ehre suchen. Wir lernen von den ersten Gläubigen, dass sie darum beteten, dass der Name deines heiligen Knechtes Jesus offenbar werde. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Apostelgeschichte 4, die Verse 29 bis 30. Paulus betet für die Epheser, dass Gottes Kraft ihr Inneres stärken möge, damit der Christus in ihrem Herzen wohne, damit sie in Liebe gewurzelt und gegründet seien. Welches Ende hat er im Auge? Die Herrlichkeit Gottes. Das Offenbarwerden all seiner Vollkommenheit, wie der letzte Vers im Gebet vom Epheser 3, Vers 14 bis 21 zeigt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Paulus betete für die Philipper, dass ihre Liebe mehr und mehr überströmen möge, was sein tiefer und höchster Beweggrund, die Verherrlichung Gottes, wie der letzte Vers im nahen Abschnitt zeigt. Es geht immer bei dem Beter um die Verehrung und die Herrlichkeit und die Anbetung und die Verherrlichung unseres Heilandes, Jesu Christi. Jetzt kommen wir zu dem Thema gerechte Bitten. Es gibt Bitten mit falschen Motiven, wie wir gesehen haben. Darum müssen wir jetzt lernen, mit gerechten Absichten zu beten. Wir müssen auch lernen, rechte Bitten vorzubringen, denn es gibt auch ungerechte und damit falsche Bitten. Wir nehmen als Vorbild das Gebet, das der Herr den Jüngern zu beten lehrte. Dort finden wir eine Zusammenfassung aller gerechten Bitten, die wir überhaupt beten können. Wir beten, dass der Name unseres Gottes und Vaters geheiligt werde. Wir beten, dass sein Reich komme. Wir beten, dass sein Wille geschehe. Wir beten, dass er uns mit allem versorge, was wir brauchen. Wir beten, dass er gewähre, was wir so nötig haben, wie das tägliche Brot, aber was wir uns selbst nicht geben können, nämlich Vergebung unserer täglichen Schuld. Wir beten, dass er uns vor aller Art und jeder Form des Bösen bewahre. Wir beten all das, weil wir wissen, dass alles in ihm untertan ist, dass er alle Macht hat und dass ihm allein die Herrlichkeit gehört. Kommen wir jetzt nun zu den Hindernissen für ein erhörliches Beten. Wer Gott nahen und vor ihm stehen will, muss reine Hände haben. 1. Timotheus 2, Vers 8, Jesaja 1, Vers 15, Jakobus 4 bis 8.
Wir können unsere Hände nicht mit gutem Gewissen zu Gott erheben, wenn wir Sünde im Herzen haben. Gott wird uns die Bitten nicht gewähren, er wird seine Gaben nicht in unsere ausgestreckten Hände geben, solange sie unrein sind. Sünden, die erhörliches Beten unmöglich machen. Zorn. 1. Timotheus 2, Vers 8. Wenn wir zornig zueinander sind, zornig, unser Herz voller Zorn ist gegenüber unserem Bruder, über unsere Schwester, dann werden wir nicht erhörlich beten können. Totschlag. Unversöhnlichkeit. Wenn wir unversöhnt sind, wenn wir nicht in der Vergebung wandeln. Und ich möchte ganz klar sagen, das alles zähle ich mir hier als erstes auf und predige mir das selbst. Dann können wir nicht erhörlich beten. Unreinheit. Und ich gebe mal einen praktischen Tipp, so wenig wie möglich. Darf ich ganz ehrlich sagen, so wenig wie möglich vor dem Fernsehen zu sitzen. So wenig wie möglich. Und streben nach einem reinen, geheiligten Leben, ohne Götzendienst, ohne sexuelle Unreinheit. Und dann sehen wir, wie nötig wir es haben, in einer täglichen Buße zu wandeln und mehr darauf ausgerichtet zu sein, unser Fleisch zu töten, der Sünde den Kampf anzusagen und die Sünde zu hassen. Rücksichtslosigkeit, 1. Petrus 3, Vers 7 und die üble Nachrede. Wer eine Freude daran hat, übel nachzureden, schlecht Zeugnis zu reden, nicht alles zum Besten zu kehren, wird nicht erhörlich beten. Götzen im Herzen. Als von den verschleppten Israeliten einige zum Propheten Hesekiel kamen und seine Fürbitte ersuchten, bekam dieser von Gott den Bescheid, dass er keine Antwort gebe auf eigene oder stellvertretende dargebrachte Gebete von Leuten, die es ruhig hinnehmen, dass Götzen in ihren Herzen aufgenommen sind. Wir werden im Neuen Testament ausdrücklich vor den Götzen gewarnt. 1. Johannes 5, Vers 21. Folgendes wird in der Bibel Götzendienst genannt, all das aufgrund dessen jedes erhöhliche Gebet unmöglich ist. Einmal der Götze Eigenwille. Solange wir unser eigenes Leben, unser Eigenwille, unseren Willen in den Vordergrund stellen, werden wir nicht erhörlich beten können. Dann Liebe zum Geld. Und dazu möchte ich mal die Bibel aufschlagen, um das selber auch noch mal nachzuforschen. Da bin ich wieder. Eigenwille oder Liebe zum Geld, Epheser 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Kolosser 3, Vers 5.
So, Kolosser 3, Vers 5. Ein Augenblick. So, da haben wir es. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und im Vers 8 heißt es: Jeder aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seiner Handlung und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Ein weiterer Faktor ist ein anderes Evangelium, ein anderer Geist, ein anderer Jesus. Also wer sowas in sowas gefangen ist, kann nicht erhörlich beten. Weiter ist Unglaube. Das schlagen wir mal auf, Matthäus 17, Vers 20. Unglaube ist auch ein Hinderungsgrund, erhörlich zu beten. Matthäus 17, Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesen Bergen sprechen: Hebe dich weg von ihr dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, nicht außer durch Gebet und Fasten. Dann Ungehorsam, Gleichgültigkeit und Eigenliebe. Eigenliebe. 2. Timotheus 3, Vers 2. 2. Timotheus 3. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Ist auch erhörliches Beten nicht möglich. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt: Dinge, die den Geist des Flehens ersticken. Es gibt manche Dinge, die an sich neutral sind und die Gott uns nicht verboten hat, wie Zerstreuung, Spiel und Unterhaltung. Und doch, Unterhaltung wie Fernsehen, Kino, Disco, Musik, Unmäßigkeit im Essen, Trinken und Schlafen und Maßlosigkeit im Schwatzen dämpfen den Geist des Gebets. Jetzt kommt die Frage, die ja schon lange, lange immer wieder bunter Christen deutlich eine Frage ist: Ist Fernsehen denn Sünde? Wenn dir Tand und Unrat gefällt, behalte deine Flimmerkiste. Ich behaupte, so zitiere ich hier Benedikt Peters, wenn du jeden Tag fernsiehst, wird dein Geist so belegt, dass du nicht ins Heiligtum gehen magst. Dein Blick wird so trüb, dass du die Klarheit des Herrn nicht sehen kannst. Dein Ohr wird so verstopft, dass du die Stimme des guten Hirten nicht mehr hörst. Ich behaupte, dass es nach einem Abend vor der Röhre Stunden dauert, bis wir ins Heiligtum treten und Gott begegnen können. Wir müssen zusehen, dass uns das Hinzutreten zum Allerheiligsten ein heiliges Hinzutreten bleibt und nicht zu einer Formsache oder zur bloßen Routine degradiert wird. Aber das genau geschieht, wenn wir uns einmal angewöhnt haben, Unreines in der Seele zu tragen und trotzdem Gott im Gebet nahen.
Und ich möchte das mal anhand eines Beispiels deutlich machen. Ich habe das ganz neu erfahren, als ich David Bubenzer kennengelernt habe. Das ist ein Zeugnis jetzt von meiner Person auch über David. Und wir kamen Rosenmontag 2019 erste Mal zum Gebet zusammen. Und dort habe ich es das erste Mal wieder erlebt mit David und Mirko Krüger, was es heißt, am Thron Gottes zu rütteln und zu schütteln. Herzensgebete durfte ich da vernehmen. Und wisst ihr, was das Erste war, was mir bis heute unvergesslich ist? Dass wir uns gegenseitig die Sünde bekannt haben. Und ich bin aus dieser Gebetskammer herausgegangen, wie als ob ich von einem Kampf wieder zurückgekommen bin. Das hat mich bis heute tief geprägt. Und wenn ich mich von dem Herrn Jesus Christus leiten, lenken lasse in diesen eifrigen Gebetsleben hinein, ich sage es jetzt so ganz aus der Praxis, schaue ich automatisch sehr, sehr wenig Fernsehen, dann bin ich innerlich total ausgewogen und ruhig und bin ganz nah an Christus und habe eine ganz andere Gedankenwelt. Das ist ganz anders. Die Gewichtung ist ganz anders. Ich trete aus einem routinierten Christenleben heraus und trete über in einem bibeltreuen, radikalen Christentum in der Hinsicht Nachfolge pur. Das habe ich immer erlebt und das erlebe ich auch jetzt wieder in den letzten Tagen, in den letzten Stunden. Ja? Und da bin ich wieder bei dem Vers. Gebet verändert den Beter. Darf man Bier oder Wein trinken? Im Alten Bund war es so, dass die Priester kein Wein trinken durften, bevor sie ins Heiligtum gingen. Wein und starkes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr das Zelt der Zusammenkunft hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Unrein und dem Rein. 3. Mose 10, die Verse 9 bis 10. Rotwein mag ein guter Schlummertrunk sein, schreibt hier Benedikt Peters, aber er lähmt unseren Willen. Gott zu nahen, er macht uns zu schlapp, um in Fürbitte und Gebet zu ringen. So musst du selbst wissen, was dir wichtiger ist. Wenn das Gebet ernstlich ist, an der rechten Beziehung zu ihm liegt alles, auch das erhörliche Gebet. Das ernste Gebet ist das Gebet des Glaubens, Jakobus 5, Vers 15. Wir glauben den Verheißungen Gottes. Das bedeutet zunächst, dass Gebet nicht nur eine geistliche Übung ist, nicht nur ein Mittel, um uns geistlich zu formen und zu erziehen, obwohl das es auch ist. Wir sollten nach den Worten des Herrn erwarten, dass wir empfangen, worum wir bitten. Bittet und ihr werdet empfangen. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich nehme das wieder auch als Beispiel, dass David immer gesagt hat, Herr, wir erwarten heute deine Antwort. Die Erwartungshaltung wird eine andere. Das heißt nicht, dass der Herr sofort immer das auch so tut, wenn wir das sagen, Herr, wir erwarten heute noch, aber was ich damit sagen möchte und wichtig ist, die Erwartungshaltung im Gebet wird eine ganz andere.
Matthäus Vers 7, Matthäus 7, Vers 8, denn jeder Bittende empfängt. Der Herr will, dass wir bitten und empfangen, damit unsere Freude völlig werden. Johannes 16, Vers 24. Das lesen wir auch mal, ja. Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Ja, wir glauben, dass Gott handelt, wenn wir zu ihm rufen. Gott erhört sogar weit über das hinaus, was wir bitten. Wir können nur mit Freuden beten, wenn wir Glauben haben. Darum beginnt der Herr seine Belehrung über Gebet in Markus 11, 22, 25 mit der Aufforderung: Habt Glauben an Gott. Glauben können wir nicht produzieren. Der Glaube ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Gottes Geist und Gottes Wort wirken und nähren den Glauben. Wir müssen also Worte Gottes zum Nennwert nehmen. Das heißt, wir müssen ihn glauben. Damit zeigen wir, dass wir Gott ernst nehmen. Es wäre eine schlimme Sünde, täten wir es nicht. Gott spricht und was er spricht, tut er. Gott gibt Verheißungen und diese nimmt er nie zurück. Gottes Wort ist Wahrheit, denn Gott kann nicht lügen. Glauben wir ihm nicht, machen wir ihn zum Lügner. Darum ist Unglaube so ernst. Glauben wir nicht, werden wir nichts empfangen. Und jetzt, wenn wir schon bei dem Thema Glauben sind, in Be Verbindung zum Gebet, müssen wir uns natürlich auch damit beschäftigen, was heißt Glaube und worin äußert sich Glaube? Wir vertrauen auf Gottes Macht, Gottes Gnade, Gottes Treue. Das heißt, wir vertrauen auf all seine Eigenschaften und Fähigkeiten. Wir vertrauen nicht auf unsere Eigenschaften und wir vertrauen nicht auf unsere Fähigkeiten. Wir richten alles auf Gott aus. Wir erwarten alles von Gott. Wir machen alles von Gott abhängig. Wir setzen alles in Gott, zu Gott in Beziehung. Wir erkennen unsere eigene Ohnmacht. Je stärker wir sie empfinden, desto rückhaltsloser werden wir uns auf Gott werfen. Da ist die Frage an uns alle, an mich, an dich: Sind wir ohnmächtig? Sind wir in einer eigenen Ohnmacht? Sehen wir, wie weit wir, dass wir total auf Gott angewiesen sind? Ist das so? Wenn das sich jetzt auch ganz kindlich anhört, ist es so. Wer seine eigene Ohnmacht erkennt, wer ein zerbrochenes Herz hat, wer zerschlagen ist, der wirft sich ganz und gar auf Gott. Wir erwarten nichts von uns. Wir setzen auch nicht auf unseren Verstand. Unser Denken ist und sollte durch Christus erleuchtet sein. Aber wir setzen nicht auf unsere Philosophie, auf menschliche Philosophien, Psychologien. Wir setzen auf wen? Auf Christus allein. Wir vertrauen nicht, auch nicht auf unser eigenes Vermögen. Wir sind nichts. Galater 6, Vers 3. Der Herr ist alles. Unser Verstand ist Finsternis. Bei Gott allein ist das Licht. Unser Wille ist Sünde und Torheit. Gottes Wille ist Heil und Frieden. Wir bitten bestimmt und konkret. Markus 10, Vers 51. Und Jesus begann und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll?
Der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehen werde. Wenn wir in unsere Gebetskammer gehen und der Herr Jesus uns direkt fragt: Arno, was willst du, was ich tun soll? Dass der und der zum Glauben kommt, zur Sündenerkenntnis, zum Sündenbekenntnis. Wir werden ganz konkret, es ist eine konkrete Unterredung mit den Höchsten aller Höchsten, mit den Herrn Jesus Christus selbst. Der Herr will hören, was wir wollen, und er will sehen, ob wir wirklich wollen, was wir sagen. Was willst du, was ich dir tun soll? Wir bitten erwartungsvoll, denn wir nehmen Gott ernst. Wir stehen oder liegen ja vor ihm, und darum wissen wir, dass er ein jedes Wort, das wir sprechen, hört und behält. Entschuldigt, dass ich vielleicht hier und da mal wieder ein paar Tränen vergieße, aber das ist so zu Herzen gehend, mit welchem heiligen Gott wir zu tun haben und dass wir zu diesem Gott durch Christus Jesus Vater sagen dürfen. Weil wir Gott ernst nehmen, wissen wir, dass er auch uns ernst nimmt. Nehmen wir Gott ernst, achten wir auf Erhörung. Wir danken für erhörte Bitten. Bei nicht erhörten Bitten fragen wir, warum wurden sie nicht erhört? Wir beten mit Ausharren. Wir schauen oft zum Herrn, der im Himmel thront, wie die Knechte auf die Hand ihres Herrn, bis er uns gnädig ist. Ausharren ist ein Beweis des Glaubens. Jakob weigerte sich, dem Herrn zu lassen, bis er ihm segnete. 1. Mose 32, Vers 27. David bedrängte den Herrn morgens, mittags und abends mit der gleichen Bitte. Psalm 55, Vers 18. Der Pilger vom Psalm 123, Vers 2 war entschlossen, so lange auf den Herrn zu harren, bis er sich ihm in Gnade zuwandte. Ich merke auch hier schon, dass wir wirklich hier ein sehr tiefgehendes Thema haben. Und liebe Brüder und Schwestern, entschuldigt, wenn das jetzt auch ein etwas längeres Video wird, aber es ist so wichtig, weil wir jetzt in einer Phase sind, wir erleben es ja tagtäglich, aber eigentlich braucht man das gar nicht von den Umständen abhängig machen. So wie es Benedikt Peters hier zusammenfasst, Lehre uns beten, in seinem Büchlein, ist es so wichtig, darüber mal in der Stille zu gehen und über sein Gebetsleben nachzudenken, über den Glauben, über das Bitten, über das Flehen. Wie sieht das eigentlich so in der Praxis aus? Durch Gottes Geist. Darum harren wir still auf Gott. Wir gehen jetzt in unsere Kämmerlein auf die Knie und warten, bis der Heilige Geist uns vor Gott gestellt, unser Herz mit Gottesfurcht und mit Glauben erfüllt hat. Und hier ein paar Vorschläge, Ratschläge von Benedikt Peters. Wenn wir unsere Bitten vor dem Herrn bringen, eilen wir meist viel zu bald zur nächsten Bitte oder verlassen das Kämmerlein, bevor wir eine Antwort bekommen haben. Zeigt das nicht, wie wenig wir mit einer Antwort rechnen und wie unwichtig sie uns ist? Hätten wir es gern, wenn man uns so behandelte? Warteten wir geduldiger auf den Herrn, blieben uns viele Fehler und manche Nöte erspart. Durch Gebet, wir müssen zunächst Glauben haben, um beten zu können. Aber es gilt auch, indem wir beten und in dem Maß, wie wir beten, wächst unser Glaube. Durch Selbstverleugnung, Johannes 5, Vers 44. Durch Arbeiten im Werk des Herrn, Lukas 17, Vers 5 bis 10.
durch Aussprechen und Bedenken, wer der in seinem Wort offenbarte Gott ist, Vater, Schöpfer und Herrscher, Heiland Gott, der allmächtige Gott. Durch die Erkenntnis, dass alles mit Gott beginnt. Wir erkennen, dass die Rettung und der Glaube, auch der Wunsch und der Drang zu beten, von Gott gewirkt wird. Dazu schlagen wir mal auf Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Ich lese noch einmal etwas langsamer, damit wir das zu Herzen nehmen können. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Sag mal, liebe Brüder und Schwestern, ist es nicht so, dass das wirklich ein noch mehr in die Anbetung führt? Du betest auf einmal für deinen Nachbar. Du betest auf einmal, du wirst richtig durchdrungen und weißt du, wer das bewirkt? Jesus selbst in unserem Herzen. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft auch an diesem Nachmittag? Ja, ich schaue auf die Uhr, Nachmittag, kann man sagen. Das ist das Buch von Benedikt Peters, Lehre uns beten. Daraus habe ich jetzt vieles zitiert. Ist vom CLV Verlag. Wie gesagt, 6,90 Euro steht hier noch, ein günstiges Buch. Ich werde, das habe ich am Anfang des Videos gesagt, eine Zusammenfassung machen von dem, was ich heute hier vortrage, und dann stelle ich das auch wieder auf unsere Internetseite. Und dann gibt es ein Buch, das ist das Buch von Wolfgang Bühne. Wolfgang, ein großes Glaubensvorbild für mich, hat dieses Buch geschrieben. Und daraus werde ich jetzt auch noch ein wenig zitieren. Wie gesagt, ein wenig länger heute das Video, aber man kann es ja auch zwischendurch mal auf Stopp machen und dann sich das weiter anhören. Hier schreibt Wolfgang Bühne mit Gebet, so setzt er die Überschrift, mit Gebet begann der öffentliche Dienst unseres Herrn. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Der Herr Jesus Christus fängt auch an mit Gebet. Ja. Ein fruchtbares Leben zur Ehre und Freude Gottes und zum Segen unserer Mitmenschen sollte mit Gebet beginnen und mit Gebet enden. Als Zeichen unserer Abhängigkeit von Gott, jeder Tag, jeder Auftrag, unser gesamtes Leben sollte von Gebet umrahmt sein.
Wie wertvoll ist der eindringliche Rat von Spurgeon? Sieh kein Menschen ins Gesicht, bis du das Angesicht Gottes gesehen hast. Sprich mit niemanden, bevor du dich nicht das Gespräch mit den Höchsten gehabt hast. Gehe nicht an deine Arbeit, ohne dass deine Lenden mit dem Gürtel der Andacht umgürtet sind, damit dir dein Werk gelingt. Beginne nicht den Lauf, bevor du nicht im Gebet alle Last beiseite gelegt hast. So verlierst du den Wettkampf. Jeden Tag in meinem Leben lass mich das, was du gegeben, vor den anderen nicht verbergen, die im Alltag bei mir stehen. All mein Tun soll ihnen zeigen, all mein Reden und mein Schweigen, dass durch deine Hand im Leben alles andere werden kann. Von dem bekannten Afrika-Forscher und Missionar David Livingston schildern seine Biografen, wie er in den Sumpfgebieten von Sambia mit seinen Kräften völlig am Ende, an Geschwüren und inneren Blutung leidend, von seinem Helfer nur noch auf eine Bahre getragen werden konnte. Für die Nacht hatten Helfer eine Hütte als Schutz vor dem Nieselregen aufgebaut. Vor dem Eingang hatte man einen Jungen postiert, um während der Nacht in Rufnähe zu sein. Als dieser morgens um 4 Uhr nach Livingston schaute, lag der Missionar nicht auf seine Trage, sondern kniete davor. Voller Sorge und Furcht holte der Junge andere Helfer, die sich schließlich ängstlich an die kniende Gestalt heranschlichen und dann erschüttert feststellen müssten, dass sie bereits kalt und steif war. David Livingston hatte seine große Aufgabe im Herzen Afrikas auf den Knien beendet und war betend, wie sein großer Meister, einsam und doch nicht allein in die Ewigkeit hinübergegangen. Wo ernsthaft gebetet wird, öffnet sich der Himmel und Gott bekennt sich zu unserem Dienst und zu unseren Gebeten, nochmals in besonders eindrücklicher Weise. Im Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31, lesen wir von einer der ersten Gebetsversammlungen der jungen Gemeinde in Jerusalem. Die Obersten der Juden mit ihren Ältesten und hohen Priestern hatten Petrus und Johannes nach deren evangelistischer Bußpredigt ermahnt und bedroht, nicht mehr im Namen Jesu zu irgendeinem Menschen zu reden. Nachdem die beiden Apostel ihre Erlebnisse und das Redeverbot der versammelten Gemeinde mitgeteilt hatten, begannen sie einmütig zu beten und Gott bekannte sich zu den Gebeten. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Haben wir jemals eine ähnliche Erfahrung gemacht, persönlich oder als Gemeinde? Gab und gibt es in unseren Gebetsstunden Momente, in denen der Heilige Geist Bewegung auslösen konnte, die mit einer geistlichen Kraftausrüstung für unsere evangelistischen und sonstigen Aufgaben verbunden sind? Oder sind unsere Gebetsversammlungen von Müdigkeit, Routine und einschläfernde Langeweile geprägt, so dass man gewisse Brüder, wenn ich das in meiner Jugend oft erlebte, aufwecken musste, nachdem alle anderen vom Gebet aufgestanden waren. Diese Peinlichkeit erlebt man dort nicht mehr, weil inzwischen die wöchentliche Gebetsstunde aus Mangel an Beteiligung abgeschafft wurde und man dafür Hauskreise eingerichtet hat. Erfüllung mit dem Heiligen Geist sollte für uns kein Tabuthema sein, nur weil in gewissen Kreisen damit Missbrauch und Manipulation getrieben wird. Wir werden im Neuen Testament dazu aufgefordert, die Voraussetzung dafür zu schaffen. Epheser 5, die Verse 18 bis 21. Die große Erweckung in England und Amerika
wird meist in Verbindung mit dem 1. Januar 1739 gebracht. An diesem Neujahrstag waren in der Londoner Fetter Lane George Whitfield, John und Charles Wesley, vier weitere Londoner Methodisten und 60 Herrnhuter zu einem Liebesmahl versammelt. John Wesley berichtet in seinem Tagebuch über diesen denkwürdigen Tag: Gegen 3 Uhr morgens, während wir beteten, kam die Kraft Gottes plötzlich mit solch einer Macht über uns, dass viele vor Freude laut weinten und andere zu Boden fielen. Sobald aber die Furcht und das Erstaunen über die so spürbare Gegenwart Gottes nachgelassen hatten, brach er aus uns heraus: Wir preisen dich, o Gott. Wir erkennen an, dass du der Herr bist. 3 Tage später fand ein weiteres Treffen statt und George Whitfield bemerkt dazu in seinem Tagebuch: Wir verharrten im Fasten und Gebet bis 3 Uhr und gingen dann mit der festen Überzeugung auseinander, dass Gott unter uns Großes tun würde. In den folgenden Wochen schenkte Gott eine Erweckung zuerst in England und dann in Amerika, in der zunächst George Whitfield, später John Wesley das Evangelium zu manchmal 30, 50.000 und mehr Zuhörern unter freiem Himmel predigte. Und vielleicht hatten sie Glück gehabt, dass nicht sofort dann der Herrn sogenannte Lehrer auf der Mauer stehen und sagen: Unnüchternheit, Unnüchternheit, alle große Gefahr ohne absolute Unnüchternheit. Sowas erlebt man leider in den heutigen Tagen, dass man Angst hat, dass vielleicht junge Leute es für Jesus übertreiben könnten. Und dann kommt sofort die Versammlung und Gemeindefeuerwehr mit den riesig großen Löschschaum und löscht alles ab. Zu mir hat mal ein Bruder gesagt, als ich so in der ersten Liebe ergriffen war und ich flehe jeden Tag darum, diese erste Liebe nie mehr zu verlassen, hat mir mal einer gesagt: Das war bei mir auch so, Arno, das legt sich. Jetzt hat sich in unseren Gemeinden und Versammlungskreisen alles gelegt. Knopf drücken, abspulen, nach Hause gehen. So ist der Ist-Zustand. So. Genauso ist es. Es ist alles vorhanden, es ist alles da, an Leere, tief alles vorhanden. Aber das ist nicht mehr da. Und ich weiß, man kann jetzt alles theologisch zerfetzen, zerfeinern und sagen, ist auch nicht mehr, ist heilsgeschichtlich vielleicht nicht mehr von Gott so gedacht. Kann ja alles richtig und gut sein. Aber ich sehe den Auftrag in der Bibel nicht darum, nicht weiter darum zu flehen und zu bitten, dass der Herr Jesus Christus eine schlafende Christenheit in Deutschland ganz neu erwecken möge und dass junge Leute, die in der völligen Ergebung leben und streben, echt zu sein, authentisch zu sein, diesen Löschschaum von sich abwischen in Jesu Namen und weiterhin fröhlich in der ersten Liebe zu Christus ihre Straße ziehen. Der Herr segne sein Wort und sie segne auch die etwas längere Ausführung. Das ist Teil 1, Teil 2, das folgt zugleich. Amen.